Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schweißperlen und Jugendsünden hier live aus dem Casino. Gäste heute Abend neben mir direkt Erik Naunheim, Betreiber des Casinos und viele andere guten gastronomischen Betriebe in Trier mehr. Erik, herzlich willkommen. Ihr dürft. Hallo. Genau. Dankeschön. Er hat den größten Transfer hinter sich, Chris Steil. Er ist für den, ja, für den, wie nennt man das, so ein Preis, so einen obligatorischen Preis, so einen symbolischen Preis, zum symbolischen Preis von 1,50 Euro jetzt von den Nels Park Rangers für 4 Jahre verpflichtet worden. Macht nebenbei noch Training mit Steilflug. Bisschen, ja. Ja, und ist heute Abend bei uns hier. Chris Steil. Den Frank Jörgke, den hebe ich mir bis zum Schluss auf, aber ihr dürft schon mal ein bisschen klatschen für Frank. Ganz, ganz wichtig, ein kommender Kollege, ein Stern am DJ-Himmel hier in Trier. Er kennt keine Schmerzgrenzen, er geht unter die Gürtellinie. Hier haben wir den Wald- und Wiesenexperten Las Vegas. Die Nummer 1 aus Trier darf nicht fehlen. Wie immer oben auf dem Balkon Dominik Koch, DJ Karnitz. Ja, jetzt sind wir wieder frisch hier zusammen. Erik, vielen Dank erstmal, dass wir wieder das Casino für unsere Sendung nutzen dürfen. Auch du hast ja Großes vor. Heute ist die Entscheidung gefallen. Du wirst auch in diesem Jahr das Altstadtfest auf dem Viehmarkt wieder betreiben. Was können wir erwarten? Wir werden für die jung gebliebenen Erwachsenen, wie ich mal so schön sage, wieder ein tolles Programm haben. Wir werden mit einem namhaften Radiosender, den ich aus Marketinggründen noch nicht nennen darf und will, wieder zusammenarbeiten. Wir werden ein tolles DJ-Line-up haben. Wir werden mit Videojockeys arbeiten. Wir haben für den Sonntag wieder etwas in petto, wo wir sagen werden, da werden die Massen der Trierer wieder zum Viehmarkt kommen, wieder hinströmen. Also ich freue mich jetzt schon, wird eine tolle Sache. Ich bin happy. Ja, du bist ja immer hin und her gerissen zwischen Sommer und Eis. Eis, Winter, das hast du jetzt auch erfolgreich hinter dir. Mit der Eisbahn war es auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg. Die Eisbahn war dieses Jahr, muss ich sagen, seit langer Zeit wieder mal ein richtig großer Erfolg. Das Wetter hat einfach mitgespielt. Wir hatten trockenes Wetter, wir hatten kühles Wetter. Die Gäste kamen von nah, von fern her. Es war auch da, muss ich sagen, eine ganz tolle Saison. Wenn ich aussuchen dürfte, bitte jedes Jahr so ein Wetter, dann haben wir alles geschafft. Und wir freuen uns natürlich, dass du Gastgeber erstmal dieser Sendung und natürlich vieler schöner, bunter Schweißperlenpartys hier. Das ist unsere Location. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Party. Und ja, jetzt bist du als Musikexperte gefragt, ebenso der Chris. Wir hören jetzt mal eine Einspielung und wir lassen uns mal wieder überraschen, was Dominik für uns da vorgesehen hat. Wir schauen mal. Du hast dir ein bisschen was gewünscht. Ich gehe ja manchmal auf Wünsche ein. Viel Spaß. Was ich erlebt hab, das konnte nur ich erleben. Ich bin ein Vagabund. Von wem war denn das? Ja, Fried Bertelmann. Ja, ja. Wobei viele sagen ja Bertelsmann, es hat aber mit Bertelsmann nichts zu tun. Nichts zu tun. Ist einfach nur Bertelmann. Ja, und damit wären wir jetzt bei Frank Jörgke, den wir jetzt auch offiziell begrüßen. Und als Zeitgeist-Experte hat er jetzt natürlich das erste Wort, denn Schlager ist sein zweites Leben. Ja, ich habe darauf gewartet. Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Ja, du hast das noch live gesehen. Vielen Dank für diese spontane Reaktion. Ja, ich fange heute mal einfach an mit einem Buchtipp. Das gibt es noch gebraucht zu kaufen, ein Festival im Kornfeld. Da geht es nämlich unter anderem um solche Schlager.
und was die über die damalige Zeit ausgesagt haben. Und wir machen jetzt den Sprung in die 50er Jahre. Deutschland liegt in Trümmern. Alles ist kaputt. Ja. Politik ist irgendwie ein bisschen out. So klang's. Ja, Politik ist irgendwo ein bisschen out. Ich kann mich erinnern. Und die Leute wollen aus der Trostlosigkeit raus, weil den Rest der Woche, ja, sie arbeiten 60 Stunden, von wegen Wirtschaftswunder, war ja harte Arbeit. Sie träumen aber. Und die Träume gehen einerseits nach Italien, das Land der Urlauber, wo man damals halt in den meisten Fällen noch nicht hingefahren ist, höchstens halt über Schlager. Und eben Träume, die noch viel abstrakter sind, der Traum von Freiheit. Und der wird verkörpert in dem lachenden Vagabund. Dass man jemanden, den man normalerweise verachtet, den Penner auf der Straße, der wird in diesem Lied beneidet, weil er die Freiheit hat, von der der hart malochende Wirtschaftswunderdeutsche nur träumen kann. Mhm. Punkt. Dominik, von wann ist diese Aufnahme? Hast du zufällig was greifbar? War das die 50er oder Anfang der 60er? Nee, es müsste Anfang der 60er gewesen sein. Anfang der 60er. Aber selber gerade nach. Chris, hast du Erinnerungen an diese furchtbare Zeit? Ich weiß gar nicht, warum jetzt hier gelacht wird. Natürlich habe ich daran Erinnerungen. Also erstmal würde ich sagen, alle gute deutsche Rockmusik kommt natürlich aus dem deutschen Schlager, aus dem Kultschlager, nicht aus diesem neuen Schlager. Da gibt es viele Anleihen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe da tatsächlich Erinnerungen dran. Meine Großeltern hatten in ihrem Keller eine Kellerbar. Ja, und damals gab es noch so richtige Kellerbar und Hausfeten. Mhm. So eine so Bar selber gezimmert aus Eichefurnier mit so alten Fässern einer berühmten Brauerei an der Wand. Ganz hässlichen Gläsern. Und ja, ich muss sagen, furchtbarer Musik für mich damals. Und das ist da auch immer gelaufen. Neben Vico Toriani, Katharina Valente. Das war so die Zeit. Und da habe ich also, ja, Erinnerungen geprägt. Dran. Ich bin geprägt. Ja. Es hat dich geprägt. Du hast gesagt, sowas mache ich später nicht, auf keinen Fall. Also später, ich möchte das so gar nicht sagen. Also Gitarristen hatten ja immer schon den Vorteil am Lagerfeuer, auch schon mit 12, 13 Jahren, durchaus die weibliche Zuhörerschaft zu begeistern. Und da haben wir auch so Lieder gesungen und gespielt, ja. Klar. Ich hätte jetzt eher gedacht, du hast es deshalb zur Rockmusik gelandet oder gegangen, weil du gemerkt hast, du kannst mit Smoke on the Water besser Frauen abschleppen als mit dem lachenden Vagabunden. Wenn du eine Gitarre in der Hand hast, Frank, ist das vollkommen wurscht. Ist vollkommen wurscht. Da kannst du auch spielen, da kannst du auch spielen. You're my heart, you're my soul. Ich, Depp, hab mit 11 aufgehört, Gitarre zu spielen. Erik, wie war das bei dir? Auch in der Kellerbar groß geworden? Auf alle Fälle. Lacht auf jeden Fall. Mein Vater, ein Schreiner, hatte eine wunderbare Kellerbar sich gezimmert. Es waren dann immer die Freunde, die befreundeten Pärchen von meinen Eltern da. Und was durfte ich machen? Zum einen durfte ich natürlich bedienen, kellnern. Davon ist jede Menge hängen geblieben. Aber zum anderen durfte ich auch dieses für heutige Verhältnisse wunderbar einfach strukturierte kleine Plattenspielergerät bedienen und durfte dann immer die Platten nacheinander auflegen. Man hat mir natürlich gesagt, das ist die Reihenfolge, bitte dran halten. Und da war auch genau dieses Lied dabei, Der lachende Vagabund. Und am Anfang habe ich nie verstanden, wieso lacht er? Der sagt zwei Sätze, da lacht er. Mensch, was hat er gegessen? Heute wird man fragen, was hat er genommen? Aber ist egal. Ja. Habt ihr auch so eine geile Lichtorgel gehabt? Oh ja. Die hatten immer geile Lichtorgeln in der Kellerbar, ne? Ich höre gerade aus dem Publikum 1958. Das ist ein sehr kreatives Publikum. Legen wir übrigens Wert darauf, dass ihr alle mitarbeitet. Macht ihr ganz toll. Jetzt mal einen Applaus für euch. Ja, für euch. 1958, da war ich 2 Jahre alt. Und hatte keine Kellerbar. Da habe ich noch, ja, da war ich mit meiner Mutter unterwegs als Trümmerfrau. Und wir haben die Tochter errichtet. Lars, wie war das bei dir? Du warst hinter der Mauer, die es hier noch nicht gab. Genau. 58. Ja. Die kam ja später, hat Walter gesagt, niemand hat den Wunsch oder niemand hat die Absicht. Irgendwas zu bauen. Ja, das war damals, ich habe jetzt gerade überlegt, wann das war. 1958, habe ich jetzt gehört. Ist für mich eindeutig der Grund, warum die Mauer gebaut wurde. Weil solche Musik habe ich früher nicht gehört. Die Abgrenzung. Ja, die Abgrenzung, das war eine Scheiße. Ihr wolltet euch damals bewusst in diesem sozialistischen Kleinöd von der Bundesrepublik abgrenzen. Die hatten ja richtige Musik, die mit ihrem kapitalistischen Schlager versucht hat, die Weltmacht an sich zu reißen. Was mir gerade eingefallen ist, du bist ja auch so ein Musikgenie. Ja? Ja. An welches Lied erinnert dich das noch, dieses diabolische Lachen? Ich habe da direkt einen großen Star gefunden, der das gecovert hat. Genau, Thriller. Michael Jackson hat sich ganz klar bei
dem bedient. Die Musikgeschichte muss wirklich neu geschrieben werden. Ich bin mir sicher, das ist gecovert und vielleicht kriegt man da noch irgendwas raus. Lars, was hast du uns denn hier jetzt kredenzt? Ja, das ist eine frische, alkoholfreie Variante für den Sommer. Da haben wir Mango drin, bisschen Minze, grüner Apfel und Ginger Ale. Das ist ganz gut, wenn man draußen auf Terrassen sitzt. Geht der Trend, geht der zum Alkoholfreien mittlerweile auch? Ja, sehr viel. Ja. Merkt man vor allem jetzt halt im Frühling, wollen die Leute bei dem heißen Wetter draußen lieber was Frisches trinken, davon fünf, anstatt was Starkes einmal. Ja. Und ja, also die Leute trinken mittlerweile weniger, aber mehr bewusster. Dran verdient. Also den Leuten nicht noch nicht begegnet. Je länger die Haare, desto stärker das Getränk. Und nachdem ich habe immer Dominik, gesagt, ich trinke nie einen Virgin Mojito. Nachdem Dominik sich ja diese Mühe gemacht hat, diesen wirklichen Knaller aus dem Jahre 1958 rauszusuchen, müssen wir jetzt noch ein bisschen das Ganze einordnen. Wo sollen wir es einordnen? Sollen wir es Kult? Also wir sind jetzt hier zwischen Schweißperlen, Jugendsünden und ich denke, jetzt kommt noch der Begriff Kult hinzu. Wo könnte man den Titel am ehesten ansiedeln? Frank. Es sind aus den 50er Jahren nur sehr wenig Schlager eigentlich im Bewusstsein hängen geblieben. Unter anderem natürlich auch, obwohl es war schon 40er, die Capri-Fischer oder zwei kleine Italiener von Cornelia Frobis. Nee, es waren glaube ich nur zwei. Es waren zwei kleine Italiener. Tino und... Ja, übrigens ein sehr interessantes Lied, weil es da um die Gastarbeiterproblematik schon geht. Also der Schlager hat immer viele versteckte Hinweise, die für Soziologen ein weites Betätigungsfeld sind. Und sonst gibt es eigentlich nicht viele Schlager aus den 50ern, an die man noch denkt, aber der lachende Vagabund gehört definitiv dazu. Und ich weiß das auch deshalb, weil dieser Schlager beim allerersten Auftritt von Gildo Horn gespielt wurde. Das heißt, Gildo Horn hat gesagt, 1991, dieser Schlager ist es wert, dass er in mein Repertoire Einlass findet. Also schon eher Kult. Ja. Chris, was sagst du? Ja, der Frank hat mir das jetzt weggenommen. Ich wollte das auch sagen mit dem 91 und mit dem Horst. Ich war da tatsächlich dabei, stimmt. Er hat aber die 90er Jahre waren doch mehr. Ja. Aber also ich würde ihn auch jetzt eher als absoluten Kult bezeichnen. Vor allen Dingen vor dieser unsäglichen, ja, ich sag mal, Synthi-Schlagerwelle, die danach gekommen ist. Ich sehe schon eine Zustimmung von Erik. Zum Teil. Kult würde ich jetzt sagen, ist der falsche Begriff. Für mich persönlich. Ich würde dies unter den Begriff des ältesten Oldies setzen, den ich so kenne. Denn Kult waren wirklich Cornelia Frobis, ich habe ein knallrotes Gummiboot, solche Sachen halt. Und eben habe ich mich daran erinnert, das waren die Schallplatten meiner Eltern. Ein paar Jahre später durfte ich dann mir selbst die ersten Singles kaufen. Da waren dann noch so Größen wie Uli Martin am Start. Ja, ich war ein Zigeuner der Liebe und so. Das waren die ersten Gefühle. Sieben Meilen oder was hatte der gemacht? Sieben Meilen. Ja, da weißt du wieder ganz mehr wie ich. Ganz schlimm, ja. Ja, war und ganz insofern eher... Ich fühle mich ein bisschen alt bei euch gerade. Ja. Ja. Er bereitet natürlich auch den Weg für Mina, heißer Sand... Und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Das war so, also das ist praktisch wie der lachende Vagabund weitergeht. Das war so die Kirmesmusik, du bist im Knuppauto gefahren und dann lief das, bitte an, schnell, wir fahren jetzt rückwärts. Und dann lief eben halt diese Musik dazu. Also Dominik, das lief was anderes bei uns. Sehr oder? Schöne Erinnerung. Sie fragen sich bestimmt oder ihr fragt euch, was hat der da? Es ist eine bunte Liederfibel, denn wir haben ja wie immer im Zwischenteil statt der Werbung machen wir ein bisschen Musik und wir haben auch wieder Musik. Die Schweißperlenband ist leider im Moment auf Welttour, heute Abend in Osaka. Ich bin eingeflogen. Ja. Chris ist gerade eingeflogen und muss gleich nochmal los. Deswegen haben wir eine etwas ältere Sache gefunden, ausgekramt, nochmal für euch, das Schweißperlenlied, um wieder eine Verbindung herzustellen mit Arim Weinzen. Der war da auch dabei, ne? Der war da auch dabei, definitiv. Genau. Hast du denn die Live-Aufnahme oder? Die Live. Wir hören live. Hier übrigens aus dem Casino von dieser Bühne die Schweißperlenband featuring Arim Weinzen mit Schweißperlen.
Lächeln im Gesicht. Das Licht ein bisschen dunkler und man sieht sie nicht. Dann geht's dorthin, wo sich die Spiegelkugel dreht. Oh, der Beat, den Herzen. Featuring Achim Weinzen war eine geile Geschichte. Wir sind wieder zurück im Casino am Ort des Verbrechens sozusagen. Mal schauen, was Dominik jetzt wieder auf der schwarzen Liste hat. Zweite Einspielung bitte, Dominik. Jetzt Erik, wer war das? Lionel Richie, All Night Long. Ich glaube, das ist die erste Sache, die er dann auch solo gemacht hat. Er hat ja vorher bei den Commodores gespielt. Geballtes Fach. Ja, das weiß ich natürlich nur, daher, das gerade meine Drang und Sturm oder Sturm und Drangzeit war. Da sind wir dann in alle Diskotheken in der Umland gefahren, aber in alle. Kajüte, Binsfeld, Speicher, Proto. Wir waren überall gewesen. Ich weiß gar nicht, wie wir das in so vielen Tagen schaffen konnten. Und damals, das war eins dieser Top-Seller, also wo wir dann unbedingt auf die Tanzfläche mussten, uns bewegen mussten, denn da waren die Mädels schon. Das war also mit Zustimmung der Eltern, fahr mal auf das Land raus, nimm dir ein Mädel vom Land. Hätten die das gewusst, wo ich überall war. Hast du Grundstück inklusive, ja, genau. Und so weiter und so fort. Bauernhof noch, ja. Jawohl. Aber das ist natürlich auch die Musik, auf die Chris unheimlich abfährt, wenn er in die Disco geht. Wenn er denn in die Disco geht. Chris. Also wenn ich denn in die Disco gehe, dann bin ich bei dem Lied definitiv schon 10 Sekunden vorher auf der Tanzfläche, weil das spürt man, dass das jetzt kommt. Ja. Ich bin ja ein Riesentänzer, ich glaube einer der größten nördlich der Alpen. Ja. Entschuldigung, Eisenbahn senkrecht oder was war das? Aber du hast ja als Traumtänzer angefangen. Ja, ja. Das war ja so die erste. Und dann war ich ein Tänzer von der Fischbratküche und dann ging es weiter. Ja. Aber hier in der Ostsee, ne? Ostsee, ja. Ostsee, genau. Nicht Nordsee. Nein, also jetzt bei
Also ja. Lionel Richie ist ein großartiger Künstler. Da darf man hier auch zotige Sachen sagen. Ja, Lionel Richie hat den ersten für mich Schenkelspreizer geschrieben mit Three Times a Lady. Ja. Das haben durchaus auch Rocker laufen lassen, um die Mädels rumzukriegen. Das war aber noch mit den Commodores, wie der Erik schon richtig gesagt hat. All Night Long ist eine gute Nummer. Also das ist jetzt nicht meine Musik, aber ich finde Lionel Richie ist ein großer Künstler, großer Sänger, großer Arrangeur. Und hat ja unter anderem mit den Commodores auch einer für mich der größten Rockballaden initiiert. Easy. Genau. Ja, von daher, großer Künstler. Gut, also da hat er jetzt, glaube ich, so ein bisschen versucht, so auch afrikanische Musik ein bisschen mit reinzubringen. Und so fand ich für ihn damals ein bisschen strange, aber ja, kann man hören. Frank, das waren die 80er, ne? Ja, das lief. Darauf haben wir in der Tanzschule Schneider Samba gelernt. Nee, das war. Ja, darauf haben wir Samba gelernt. Weil ich bin drauf gekommen. Es war damals Usus. Das war die einzige Möglichkeit, auf dem jungen Gymnasium Mädchen kennenzulernen. Ich war auf dem jungen Gymnasium. Hey, da war ich auch. Ja, aber wir hatten fast nur Jungen. Und die Mädels, die wir hatten, naja. Vom Dorf. Die waren auch sehr männlich. Vorsicht, die schauen auch zu. Ja, ich überlege gerade, was ich sagen kann, weil es wird alles aufgezeichnet. Ja, richtig. Also ich war auf der gleichen Schule, da waren tolle Frauen, ganz tolle Frauen. Du warst auf dem FEG, ich war auf dem HGT. Echt? Warst du auf dem HGT? Ich gehe doch nicht auf die gleiche Schule wie mein Vater, ich bitte dich. War HGT ein Jugendgymnasium? HGT war damals, wir hatten in der Jahrgangsschule 70 Leute, davon 60 Jungs und 10 Mädels. Und von den 10 Mädels hatten 6 einen Freund, 3, da wusste man, warum die keinen Freund haben. Und die 10. warst du. Und das heißt, man ist in die Tanzschule gegangen, eben um Mädels kennenzulernen. Und dann hast du den Mädel, mit dem du getanzt hast, dreimal auf die Füße getreten, da wusstest du, okay, das wird jetzt nichts mehr. Und dann hast du natürlich hospitiert, weil wenn du die Tänzer in Indus hattest, dachtest du, beim zweiten Mal klappt's besser. Und dann verliebt sich die Falsche in dich. Du könntest also jetzt aus dem Stand einen Samba tanzen. Oh, das wäre ja cool. Könnte es, wobei er... Oh, hey, komm! Nein, ich muss sagen, der Samba, die Samba wird... Ah, genau! Hey. Diese Schrittfolge, das ja. Jetzt. Mach Dominik, bitte. Man muss dazu Folgendes sagen: Bei Tanzschulen wird ja. Aus der Situation gerettet. Man muss Folgendes sagen: Es gibt ja kurze Exkurse über Tanzmusik. Es gab in der Tanzschule immer die Blöcke für die klassischen Standardtänze: Foxtrot, Walzer, also langsamer Walzer, Wiener Walzer. Und dann gab es die lateinamerikanischen Tänze. Und Samba war eigentlich, und deshalb hat der Tanz bei mir ein Trauma ausgelöst. Ich habe vorhin gesagt, man ist dann einem Mädchen dreimal auf die Füße getreten. Und das ist natürlich bei Samba passiert, weil die Schrittfolge viel zu schnell war. Also ich habe mehr so den langsamen, gefühlvollen, die langsam gefühlvolle Rumba und natürlich Cha-Cha-Cha. Der Cha-Cha war natürlich ein Traum. Und damals war es so, in den 80er Jahren, die Tanzschulen hatten schon Nachwuchsprobleme. Es war nicht mehr selbstverständlich hinzugehen. Nein! Ja, die haben zu viel getanzt. Nachwuchs macht man anders. Dafür die Rumba. Das kommt nicht vom Tanzen. Ja, und die hatten ein Nachwuchsproblem und deshalb haben sie halt immer für die alten Tänze moderne Lieder gesucht. Und eben, dann war man dankbar, wenn Lionel Richie ein Samba-Stück hatte. Und ich glaube, Cha-Cha war Doris Day mit Por Favor, war jetzt nicht unbedingt sehr modern, aber... Und natürlich, was damals perfekt gepasst hat, Sade. Weil Sade, Smooth Operator, ist die perfekte Rumba. Und das ist doch eine Bohle, oder? Also, wenn denn auf der nächsten Schweißperlenparty mal wieder die obligatorische Anfrage kommt, könnt ihr auch Rumba oder Cha-Cha? Da bin ich der Mann. Ich habe nämlich meine Anfänge als DJ waren im Dietrich-Bonhoeffer-Haus auf der evangelischen Samstagnachmittag-Jugenddisco von 17 Uhr bis 20.45 Uhr. Getränke, O-Saft, A-Saft, Sprudel. Und am Ende der Veranstaltung gegen 20 vor 9, weil danach war ja Bettgehzeit, hat dann der Pastor noch eine jugendbewegte Predigt gehalten. Also man wollte praktisch... Du warst auch da? Ich habe das Ganze ganz genau das Gleiche in Bad Bertrich gemacht, allerdings katholisch. Nicht glaub mir, evangelisch ist noch härter, weil die machen einen auf Jugendliche, ich bin so hip und ich verstöre euch alle total. Ich bin schon ganz verstört, ganz ehrlich. Ja. Und jedenfalls, Bedingung bei dieser Fete war eben, dass man eben nicht einfach nur Van Halens Jump spielt, sondern eben auch die Standardtänze.
Und von daher wusste ich also genau, hierauf spielst du Rumba, eben Sade. Jive war Wake Me Up Before You Go-Go. Rock'n'Roll gab es sowieso genug. Und langsamer Walzer war dann schon schwieriger, weil da gab es, glaube ich, nur ein Lied, das hieß Sunny Boy, Remember the Sunny Boy, the John sun Denver, shines for everyone. Ja, also sprich, man hat damals als DJ für die evangelische Kirche verinnerlicht, welcher Musikstil, ja, welcher Tanzstil, für welchen Tanzstil hat man welche aktuellen Stücke. Das schockiert mich jetzt ehrlich ein bisschen. Ja. Schockiert mich jetzt ein bisschen. Lars, mir fehlen echt die Worte zum Übergang. Ich schmeiß dir einfach einen Ball zu, mach was draus. Du glaubst nicht, wie mich das schockiert hat, dass ich was mit dem Frank gemeinsam habe. Wir haben auf dasselbe Lied Rumba getanzt. Und ich war irgendwann 1995 im Tanzkurs. Und ich habe die Mädels nicht auf die Füße getreten. Für mich war das schön, für dich klingt das nach Gefängnis. Rumba war okay, Samba war das Problem. Samba war die schön. Samba. Ja, aber die Amsterdam, Samba, das kann man doch noch. Amsterdam. Jetzt. So hat mir das meine Lehrerin beigebracht. Also für mich war das Lied gerade eben wie wenn man aus der Gefangenschaft kommt und endlich wieder Sonne sieht nach dem letzten gerade. Also danke Dominik, dass du jetzt mal gute Musik hast. Ich muss sagen, ich war froh, ihn Karneval an meiner Seite gehabt zu haben. Jedes Mal, wenn ich gedroht habe, im Schlamassel zu versinken, wenn es also wirklich ganz, ganz schlimm wurde, hat er übernommen und die Situation noch schlimmer gemacht. Ganz schlimmer. Er hat wirklich unheimlich toll abgefedert. Vielen Dank nochmal dafür, ach, Lars. Und Applaus. Ja. So, jetzt müssen wir kurz zusammenfassen. Lionel Richie, natürlich Schweißperle, schweißtreibend. Nicht nur jetzt der Titel, auch viele andere animieren uns immer wieder auf den Tanzflächen der Diskotheken uns dazu zu bewegen, bis auf Chris. Aber wir alle, wir können da nicht. Unbedingt. Still. Ich darf darauf verweisen, auf Schweißperlenfäden läuft dieses Lied wiederholt. Und es harmoniert sehr gut mit, schon mal als Ankündigung für die nächsten Fäden, mit El Debarge, Rhythm of the Night. Ja. Das ist nämlich eine Samba auf Speed. Und also, das heißt, wenn man die Leute bei All Night Long zum Kochen, zum Tanzen gebracht hat, in Wallung, dann erhöht man noch die Beatzahl mit Rhythm of the Night. Und ja, ich habe letzte Mal, hast du die Leute wirklich wieder zum Kochen gebracht. Biggie hat Flieten gemacht vor der Tanzfläche. War wunderbar, aber natürlich, das war wunderbar, schön. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung, war schön mit euch. Immer wieder sehr schön. Wir haben auch ein bisschen gelacht. Habt ihr euch wohl gefühlt? Ja. Ja, super. Also wer nicht genug von uns bekommen kann, hat natürlich die Möglichkeit, sich das Ganze auch in der Mediathek, da muss ich mal unseren Regisseur anfragen, steht es in der Mediathek, kommt es in die Mediathek? Ja, es kommt in die Mediathek. Das Ganze unter www.ok54.de/mediathek. Bis zum nächsten Mal, ihr Schweißperlenteam. Tschüss.